So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier machen. Halte gedrückt, um einen Stein zu werfen. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Ja, hab ich doch. Geh da hin. Ja. Jawohl. Da hat er ihn. Gehen wir da mal hin. So, so komm, jetzt ist es sicher. Ah! So. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. So, was kriegen wir denn aus dem Wächter? Metallscherben und einmal Draht. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Reinholzzweige. Jawohl, Chef. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Halte. Wähle mit LB und halte A gedrückt. Ah, okay, herstellen. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Ja, probieren wir die mal aus, ne? Bin ja mal gespannt. Also ich muss sagen, immer noch, hier, also optisch, ins Gras und sei 1A Sahne, das Game. Oh. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Ah, drücke und scanne. Ah, okay. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das sein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Das sagt er einfach wohl kaum. Ja, moin. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Ja. Weiter feuern! So. Rabutz, weg damit. Kaputt das Viech. Du warst gut heute. Aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Noch. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Wohin denn? Da. Hey, der läuft aber komplett wieder durch die Gegend. Schnell, wir müssen dem helfen. Jetzt geht die Luzi ab. Renne ich leider nicht so, also übertrieben schnell. Ich bin ja auch noch ein Kind. So. Den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Aloy!
Ja, auf jeden Fall mutig, die Kleine. So, der hier kann man Spuren markieren, okay. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Ja, der soll doch mal abhauen da. Was macht der denn da? Geht doch. Mein Gott. So. Sie dürfen mich nicht sehen. Das ist ja wieder eine richtige Mission für mich hier. Komm wieder rein. komm, jawohl. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ah. Okay, der läuft da wieder zurück. Gut. Mit Sahne, ohne dass sie entdeckt worden bin. Fast geschafft. Hey. Oh. Was? Folge mir. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Wie machst du das? Wie ist das möglich? Hau ab. Sehr gut. Und geschafft. Also, ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie... ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und ich... du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Okay, was ist jetzt so? Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Wähle, stellt sich Aloy Herausforderung direkt. Wähle Aloy nicht, clever, wähle, um bekunde Aloy Mitgefühl.
Ziel auf seinen Kopf. Boah, Leute, das hätte er nicht machen sollen. Aloy, das geht nicht. Blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Rost? 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 Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich.
So, Leute. Alter. Das. Also die Zwischensequenz gerade, die habe ich richtig gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin hin und weg von diesem Game, ne? Also, puh, da muss ich los. So, und da sind wir wieder. Nicht mehr mit der jungen Aloy, sondern mit der Erwachsenen. Ah. Zack. Ja, ich glaube, jetzt gleich öffnet sich auch immer allmähliger das Spiel. Na, was ist das hier? Schnellspeicherung, manuelle Speicherung.